Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, zumindest hier im Spiel. Herzlich willkommen bei Medieval Dynasty. Ich begrüße dich, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Haben wir auch morgen, ich weiß es noch nicht so ganz. Und wenn, dann schaut euch mal das Ganze bei Nacht an, das sieht doch auch nicht schlecht aus hier. Ja, willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, ich freue mich, es geht weiter bei unserem Spiel. Ein Moment, ich glaube, ich muss doch eine Runde pennen. Ja, sieht so aus. So, jetzt guten Morgen. Herzlich willkommen nochmal zu Medieval Dynasty. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich begrüße dich. Hier haben wir eine Quest. Mal gleich mal schauen, wer hat hier eine Quest für mich? Hier ist ganz schön viel los auf den Straßen hier. Du vielleicht? Roberta? Nee, auch nicht. Ja, die Häuser sind schon leer. Oh, hier, Ulrika. How is life treating you? So, kann ich dir bei etwas helfen? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Okay. Was brauchst du auf die Jagd? Ach, bestimmt einen Bogen, kann es sein? Ich glaube schon. Ja, okay, wunderbar. Schon erledigt. Okay, wieder 80 Reputation eingefahren. Sehr, sehr nice. Gut, Leute, es geht weiter. Heute, was haben wir heute vor? Was steht heute auf dem Plan an? Hier könnten wir auf alle Fälle den Weg rüberziehen. Wo das Ganze nicht so verlaust hier aussehen. Ja, das mache ich ganz schnell. Das gefällt mir nämlich gar nicht hier. Werden wir von hier, von der Wirtschaft, hier einen Weg ziehen. Zack, so sieht es gleich viel, viel besser aus. Ja, machen wir doch, wenn wir hier schon etwas machen, ein bisschen Stein bauen, oder? Einfach so hier das ein bisschen begrenzen. Ich denke, das passt dann so. Zack. Und hier rüber. Okay, das reißen wir ab. Hört mir nicht. Zack. Okay, gut. Baue ich mal schnell die Mauer hier auf. Jo, dann überlegen wir uns, was wir heute machen. Also, ich habe mir gedacht, und das fällt jetzt wirklich noch, in unserem Spiel, wir haben ein Gebäude noch nicht gebaut. Wisst ihr, was das ist? Ja, es ist der Pferdestall. Der Pferdestall, den möchte ich heute auf alle Fälle bauen. Das soll heute das große Highlight werden in dieser Folge, dass wir uns endlich mal Pferde zulegen. Ich denke, wir haben genug Kohle. Lauft ihr einfach durch meine Baustelle hier doch. Wir haben genug Kohle. Ich denke, wir können uns die Pferde jetzt auch leisten. Ja. Wieso laufen wir nicht auf dem Weg? Das ist ja unmöglich hier. Ja, wir können uns die Pferde leisten und das werden wir heute auch tun. Ich mache jetzt schnell die Mauer hier fertig und dann suchen wir uns mal einen geeigneten Platz. Bin mal gespannt, wo wir den Pferdestall dann aufbauen. Was mir gar nicht so einfällt, wenn ich diese kleinen Jungen hier, Mädchen sehe, wie die laufen. Wo sind eigentlich die älteren Kinder? Sieht man das, dass die... Ui, sorry. Sieht man das, dass die älter sind und... wo laufen die denn rum? Also die müssen ja auch irgendwo stehen, oder? Der hier, ist der schon größer? Hallo, kleiner Radomir. Spielst hier auch noch mit einer Rassel herum. Du bist auch noch nicht älter. Dann schauen wir mal schnell hier rein. In die Verwaltung. Wie alt sind denn die? Die ältesten Kinder sind 4. 5 ist sogar einer. Radomir ist 5. Ja, okay, aber spielt noch mit der Rassel. Ja, sind alle gut zufrieden, also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, die haben wirklich alles, was sie brauchen. Okay, gut. Wisst ihr, wo... ich weiß nicht, kann man hier noch ein bisschen Dorfplatz bauen? 2, 3 so Marktstände wäre doch echt cool. Das würde doch hier noch gut hinpassen. Ja, dazu würde ich den aber abreißen und ein bisschen versetzen. Das gefällt mir nicht so optimal hier. Das könnte man ein bisschen schöner bauen, die Ecke hier. Ich wollte eigentlich hier, habe ich überlegt, mache ich hier meinen Pferdestall hin, aber nee, das passt nicht. Das
Schauen wir mal, wo die Tiere sind. Vielleicht findet sich da oben ja etwas. Vielleicht hier. Moment, hier haben wir den Ziegenstall. Hier sind die ganzen Tiere. Also, ja, also wir hätten hier noch Platz. Ja? Wir hätten hier noch Platz. Hier ist, denke ich, die Wohnhäuser direkt im Pferdestall. Weiß nicht, muss das sein. Kriegen wir den vielleicht hier hin? Kann es sein? Ich denke, das probieren wir uns einfach mal aus. Ich hack mal schnell die Bäume hier weg. Schaffen uns mal ein bisschen Platz. Und dann sehen wir mal, ob das Ding hier reinpasst. Also, das wäre gar nicht so schlecht. Wie muss ich überhaupt die Bäume hier fällen? Oder passt es vielleicht? Passt der vielleicht so rein? Schauen wir einfach mal. Haben wir angelegt und dann gehen wir ins Menü rein. Gebäude, Tierhaltung, Stall. Schaut mal, das leuchtet gleich grün. Gehe hier ziemlich, das ist hier ein bisschen Platz hier. Ja, so, bauen wir das Ding auf, wunderbar. Und dann machen wir noch einen Zaun drumherum. Ja, ich lege jetzt gleich mal los hier mit dem Fundament. Eine Tierpflege braucht man dann auch noch. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Wir kommen schon her. Oh, das Ding ist schon etwas massiver wie die anderen Ställe. Sehr, sehr cool. Was braucht man da sonst? Ui, schaut mal, das ist ja wirklich schon ein bisschen massiver. Ja, man sieht, dass das eher später fürs Game gedacht ist. Ja, da braucht man doch einiges hier. Junge, Junge. Schaut mal, die Sauen hier. Was für eine riesige Sau. Das ist bestimmt ein Eber. Ja, Wahnsinn. Richtig cool. Gut, verändern kann man hier nichts. Wir müssen das bauen, was vorgegeben ist. Klar. Natürlich ein Strohdach. Aber gut, was soll's. Macht jetzt nichts. Bauen wir das Ding einfach weiter auf. Es ist gerade ein Hammer kaputt gegangen hier. Eisenhammer, die halten wirklich sehr, sehr lange. Aber irgendwann ist halt dann auch mal Ende. So, okay. Dann haben wir nicht mehr viel. Bauen wir das Ding auf. Dann geht's in unser Nachbardorf. Dort gibt es nämlich Pferde. Da müssen wir nämlich gar nicht weit gehen. Tja, und gute Frage. Wie viel werden wir uns da holen? Eine Stute und ein Hengst, oder? Dass es auch Nachwuchs gibt. Wäre vielleicht nicht so schlecht. Wir schauen gleich mal, was wir haben an Kohle und was so ein Pferd kostet. Da bin ich immer gespannt. Oh, ja, doch, aber ich denke, zwei Stück. Wird schon passen. So, die letzten. Der letzte Strohdach noch und die letzten Stämme hier. Und somit haben wir. Haben wir es abgeschlossen? Ja, sehr, sehr nice. Und wenn wir gerade dabei sind, machen wir noch schnell einen Lattenzaun hier hin. Ja. Ja, das ein bisschen eingrenzen noch. Brauchen wir schon einen stabilen Zaun für Pferde. Ich hoffe jetzt mal, die sind sehr, sehr zahm und ruhig. So, dann gehen wir einfach hier rüber und das war's dann. Baue ich schnell den Zaun hier auf. Tja, und dann schauen wir mal, ob wir jemand frei haben als Tierpfleger. Das wäre auch noch nicht schlecht. Brauchen wir natürlich jemanden. Oder wir sehen zu, dass wir gleich einen oder eine mitnehmen in diesem Dorf. Vielleicht ist da ja was Brauchbares. Okay, ich mache jetzt schnell den Zaun weiter und dann gehen wir ins Nachbardorf. So, ja, die Aufmerksamen von euch haben es gesehen. Ah, da leuchtet wieder was rot. Ich verdurste schon wieder. Wie immer halt. Ja, gehen wir schnell was trinken. Hauen uns noch den Bauch voll. Und dann geht's hoch ins Nachbardorf. Jedes Mal das gleiche in dem Spiel. Ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwie, ja, vergesse ich das immer. So, angekommen werden wir erstmal ein bisschen was verkaufen hier. Ich habe ja ein paar Kohlsuppen wieder gemacht. Dann können wir gleich mal ein bisschen die Kohle für die Pferde schon mal reinholen. Ich denke, wenn wir das alles verkauft haben, wird es doch ein paar Münzen wieder geben. Wo haben wir denn die Händler hier? Hier ist einer. Hello there.
Only the best products here. Der lispelt, habt ihr das gehört? Der hat wirklich gelispelt. Wartet mal. See you soon. See you soon, habt ihr gehört? Das ist wirklich diese Details. Ich lache nicht über das Lispeln, sondern einfach das Detail, dass hier jemand sogar lispelt. Also unglaublich, ich bin immer wieder begeistert von dem Spiel und das ist einfach krass. So, also, oder? Das sind doch die Kleinigkeiten, die machen es doch aus, oder? Die machen so ein Spiel mal so richtig lebendig. Also es ist wirklich sehr, sehr nice. Ich zocke ja gerade Sengoku Dynasty, das soll ja wohl der Nachfolger von dem Spiel hier sein. Ich habe heute eine Folge, mir stürzt das Spiel dauernd ab. Und es nervt mich wirklich tierisch. Ja, Landwirtschaft 2. Moment, einen Moment, ich schau mal kurz hier. Ja, es nervt mich einfach tierisch. Weiß nicht, ob ich das weiterspielen soll oder... Das Spiel selber ist ja wirklich cool und es macht auch echt Spaß. Aber diese Abstürze, vor allem wenn du eine Folge aufnimmst, nicht so lustig, ja, wenn du immer wieder von vorne anfangen kannst. Aber gut, okay. Vielleicht warte ich noch ein bisschen und zock's später weiter. Waren hier nicht Pferde? Hä? wo waren jetzt die Pferde? Die waren doch hier, oder? Hey, ich hatte doch hier. Hier gab's mal Pferde. Ganz sicher. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Das kann doch nicht sein. Hier waren doch im Pferdestall mal. Honika oder so war das. Kann es sein? Na, ich klappe jetzt einfach mal die ganzen Dörfer schnell ab. Verkaufe meine Kohlsuppen hier im Sommer. Und dann geht's weiter. Wir sehen uns gleich im nächsten Dorf wieder. So, im nächsten Dorf hier angekommen. Sehen wir gleich mal zu. Der hier hat eine Quest für mich. Möchtest du schnell Geld verdienen? Okay, Eisen. Okay. Habe ich leider keins dabei. Aber du kannst mir noch ein bisschen was verkaufen hier. Oder kannst mir noch etwas abkaufen. Zwar Kohlsuppen. Sehr, sehr gut. 2300. Wow. Das ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Tierzüchter. 2-2. Nee. Gefällt mir nicht so. So, wo haben wir noch Händler hier drin? Ist die krasse Jägerin. Kaufe ich noch die Rühreier hier, sonst gehen die auch noch kaputt. Und ein paar Kohlsuppen. Dankeschön. Wir sehen uns. So, hier haben wir den Holzfäller noch. Der muss sowieso gut Kalorien zu sich nehmen. Der kann immer Kohlsuppen gebrauchen. Dankeschön. Weiter geht's ins nächste Dorf. Im nächsten Dorf angekommen, das ist das Holzfällerdorf. Hier sitzt eine, die hat Landwirtschaft 2. Ja, sage mal, gibt's das auch? Finden wir niemand, der Landwirtschaft 3 hat? Na gut, kann man nichts machen. Jetzt klappen wir noch schnell die Händler ab. Gibt's hier keinen Händler mehr? Wo sind denn die ganzen Einwohner hier? Wo sind denn die ganzen Einwohner hier? Das ist ja... Hä? Irgendwie Räuber da und haben alle gekidnappt. Das ist ja... Hä? Hier gibt es ja gar niemand. Eine Händlerin? Hm. Okay, das Dorf stirbt langsam aus wohl hier. Das ist ja echt krass. Okay, hier gibt es wirklich niemand mehr. Gut, dann ziehen wir einfach weiter. So, im nächsten Ort angekommen. Ich glaube, das ist Hornika. Oh, die Leute gehen schon wieder zu Bett. Ich muss mich ein bisschen beeilen, wenn ich noch verkaufen will. Das war's. Ich habe keine Kohlsuppen mehr. Bin komplett ausverkauft. Sehr gut. Was haben wir denn sonst noch zu verkaufen? Ein paar Armbrüste vielleicht. Tja, das war's. Ich habe nichts mehr. Okay. Gibt's hier vielleicht Pferde? Schauen wir mal nach. Da sind sie. Haha. Kaufen wir jetzt die Pferde. Juhu. Ein Hengst. Okay. Ein Hengst kaufen. Ja, kann man den kaufen? Hier in den Stall rein. Zack. Wie viel hat das gekostet?
9000. Junge, Junge. Kaufen die Stute gleich mit dazu. Ja, okay. Passt. 80.000 haben wir noch. Sehr gut. Ja, wir haben Pferde, Leute. Können wir da vielleicht jemand einstellen? Ah, wer hat keinen Job? Wer hat in Land... Ui, das Mutter. Nee, das geht nicht. Hier ist eine wieder frei geworden, die... Ja, Landwirtschaft 3 hat. Wir weisen die auf alle Fälle in den Pferdeschuppen zu. Ja. Oder ist irgendwo Stall? Hier, Stall. Zack. Zuweisen. Sehr gut. Jetzt haben wir sogar einen Pfleger, eine Pflegerin für das, die Pferde. Gut. Das war's. Ich denke, ich gehe jetzt mal zurück. Ich habe eh nichts mehr. Schauen wir schnell auf die Karte. Ah, ist doch... Puh, ein gutes Stück zu laufen. Aber gut, was soll's. Ich mache mich jetzt auf den Weg zurück in unser Dorf. Okay, zurück in unserem Dorf. Werde ich jetzt gleich mal die Nacht verbringen. Denn im Dunkeln, das sieht man ja wirklich nichts. Es sei denn, man ist hier auf einem hell beleuchteten Dorfplatz wie unseren. Das ist cool. Aber trotzdem schlafen wir jetzt schnell. Und dann schauen wir uns mal die Pferde ein bisschen genauer an. Einfach mal die Nacht überspringen und sind schon im Herbst. Puh, das ist krass. Ja, Pferde. Schauen wir mal schnell zu den Pferden hin. Ach, schau mal die Mühle. Das sieht wirklich cool aus, oder? Richtig krass. Die müssen wir jetzt mal langsam mal laufen lassen und mal einen Müller einstellen. Pferde, wo sind sie denn? Ah ja, man braucht bald einen Stadtplan hier. Man verlauft sich ja sonst. Ist ja Wahnsinn. So, hier ist der Pferdestall. Schaut mal. Kann man auf so einem Ding jetzt reiten? Geht es? Satteltasche öffnen. Okay. Kann ich etwas reintun? Okay. Kann ich das satteln? Habe ich da einen Sattel dafür? Zum Reiten brauchst du einen Sattel. Oh, das denke ich mir. Ich schau mal schnell in die Schneiderei. Vielleicht kann ich mir so ein Ding selber herstellen. Bin gespannt, ob ich da das Rezept dafür habe. Schauen wir mal hier rein. Sonstiges Reittier, oder? Ja, sehr gut. Aber Sattel. Brauche ich zwei Zinnbarren. Was ist das? Große Satteltasche. Sattel, zwei Zinnbarren. Muss ich da nicht Hufeisen machen für Pferde? Gute Frage. Ich hole mal schnell zwei Zinnbarren. Schauen wir schnell, was wir hier noch reparieren müssen, wenn wir schon da sind. Der Feldschuppen. Oh, bitte einmal reparieren. Ja. Landwirtschaft, was fehlt hier? Produktion, Tierhaltung. Hier ist was kaputt. Der Feldschuppen, das ist klar. Produktion. Ja, passt. Kein Material. Das ist nicht so schlimm. Ich verarbeite ja das vieles auch selber. Nun kann schon mal sein, dass etwas ausgeht. So, und jetzt brauchen wir Zinn. Blitzen zur Schmiede hin. Verhüten das alles mal. 50 Barren. Oder hat jemand eine Quest? Oh, eine Königsquest ist wieder da. Kann das sein? Vom Herold. Ah, das ist gut. Ah, Mist, das war Hornika. Da war ich gerade. Okay, macht nichts. Also Sattel herstellen. Sattel, Reittier, Sattel. Cool. Okay, ich habe mir jetzt einen Sattel gemacht. Baue ich sonst noch irgendwas? Was ist eigentlich mit den Ziegen hier? Geben die Milch? Meck, meck. Pass mal auf hier, Ziege. Zack. Ist hier Milch drin? Nein. Da müssen wir noch einmal schauen. Aber jetzt geht's zu den Pferden. Ui, schaut mal. Ich nehme den Hengst. Wo ist der? Hengst. Satteln. E. Oha. Sehr gut. Schaut mal. Boah, sitzt sie auf dem Pferd. Krass. Jetzt gucken wir mal, wie das Ding abgeht. Jo, wie nice. Jo, 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 etwas langsamer, bitte. Das ist ja mega krass. Schaut mal,
Okay, das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Wow, wir haben ein Pferd. Sehr, sehr nice. Wie es einem Bürgermeister einer so großen Stadt, sage ich jetzt mal schon, auch gebührt. Ja, uiuiui. Okay, das Ding ist wirklich schneller als ich es lenken kann. Richtig krass. Das ist ja wirklich cool. Wow. Das gefällt mir. Guck mal, Kleiner. Hast du schon mal so ein schönes Pferd gesehen? Ist doch wirklich cool, oder? Ja, gut. Königsquest, das machen wir in der nächsten Folge. Neues Level Landwirtschaft. Sehr, sehr nice. Schauen wir mal, ob hier irgendetwas fehlt an Werkzeugen vielleicht. Brauchen die irgendetwas? Nee. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Mitarbeiter fehlt hier noch. Aus können wir später. Später können wir einen dazu tun. Windmühle fehlt ein Arbeiter, das ist mir klar. Tierhaltung, was fehlt denn in der Tierhaltung? Es wird hier nichts angezeigt. Das ist ein bisschen... Weiß ich nicht, was denen fehlt. Na gut. Schauen wir mal, was an Fleisch da ist. Eventuell ein paar Kohlköpfe wiederherstellen. Also Kohlsuppen. Ja, wir haben doch massig Fleisch hier. Sehr gut. Schnappt uns mal die 4000 Kohlköpfe. Einfach so übertrieben. Wirklich so krass, echt. Auch ein paar Holzschalen. Du hast wahrscheinlich viele Holzschalen, ne? Oswald, geh mal ein bisschen zur Seite. Kohlsuppen können wir herstellen. 175, ja, da fällt es an Holzschalen. Okay, jetzt können wir noch ein paar Kohlsuppen machen hier. Ich denke, jetzt wird es wohl am Fleisch mangeln. Aber das bekommen wir ja immer regelmäßig. Sollte das passen, so Obstkuchen und sowas, muss ich gleich mal schauen. Legen wir das, die Kohlfleisch, ja genau, Fleisch haben wir keins mehr. Kohl haben wir noch 3000. Noch mal eine Jägerhütte bauen. Hufeisen. Hufeisen kann ich dir ins Pferd montieren irgendwie? Keine Ahnung. Das Lager ist... Ist das voll? Es leuchtet rot hier. Gut. Das schaut doch gar nicht schlecht aus. Heute haben wir mal nicht so viel geschnitten. Und einfach viel laufen lassen. Gucken wir mal hier. Warte mal. Backofen, geh mal weg da bitte hier. Geh doch mal weg. Komm, nimm dein Brot raus und lass mich mal ran. Pasteten. Was brauchen wir denn dafür? Mehl. Ja, wir brauchen Mehl. Wisst ihr was? Ich bin gerade am Überlegen, ob wir diese Felder, wo wir diesen Kohl haben, da nicht vielleicht Weizen anpflanzen. Weil es ist einfach zu viel Kohl. Ne? Das passt nicht. Wartet mal, ich schau mal schnell auf das Feld hier. Kohlköpfe. Genau. Feld 8. Haben wir schon ungepflügt, bereit zur Ernte. Okay. Pflanzenart ändern. Einfach, ja, vielleicht sogar zwei mit Weizen hinmachen. Und ich denke, wir machen hier aufs zweite Feld auch Weizen, oder? Ja, würde ich auf alle Fälle so machen. Jetzt haben wir das schon mal eingestellt hier. Weil wir brauchen mehr Mehl. Da können wir wirklich einen Müller einstellen für die Mühle. Es war gar nicht so schlecht, vielleicht, dass wir hier Plantage, was brauchen die da? Das war vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir die Felder angelegt haben, weil da können wir jetzt wirklich Weizen anpflanzen lassen. Okay, liebe Leute, das war's für diese Folge. Schaut mal hier. Stolzer Besitzer eines Pferdes. Und das Ding geht wirklich ab. Sehr, sehr krass. In der nächsten Folge werden wir unseren Dorfplatz hier ein bisschen einrichten. Ja, ich denke hier so zwei, drei Marktstände. Bisschen Weg anlegen. Ja, ein bisschen das Ganze einzäunen. Hier fällt zum Beispiel auch noch der Weg von der Mühle zu unserer Hauptstraße.
Ja, solche Sachen können wir doch mal in Angriff nehmen. Ich denke, ja, ein bisschen Deko hier einbauen. Also man kann es schon noch schöner machen hier in unserem Dorf. Das werden wir auch tun in der nächsten Folge. Da gehen wir ein bisschen ran. So, das war's, liebe Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Seid wieder mit dabei, wenn es heißt Medieval Dynasty. Der Zockt ist raus. Ciao, ciao.